Genau, und mit dem gelben Toad geht es heute weiter in die letzte Welt des Spiels. Das ist schon ziemlich krass, dass wir so schnell ans Ende des Spiels gekommen sind. Ich habe die ganze Woche Urlaub gehabt und habe jeden Tag mal so eine Stunde aufgenommen. Und vielleicht mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und ja, jetzt bin ich am Ende vom Spiel fast schon. Aber ich glaube, da kommt noch mehr, was wir noch nicht sehen. Hey, 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 so viel Lava. Finde ich super. Papa ist bestimmt schon langweilig davor, nur rumzusitzen und die Wunderkraft zu sammeln. Vielleicht schaffe ich es ja, die Lava in die Luft geht, wie ein Feuerwerk. Das wird die Langeweile vertreiben. Okay, und das hier ist die Lava-Welt, so eine Untergrundwelt ein bisschen. Aber gerade wo ich sage, Magma-Tiefen heißt sie ja auch. Und wir kommen aber erstmal oben an und starten die Story in dieser Welt. Wir haben es bis in die Magma-Höhlen geschafft. Der Wald und das Magma erstrecken sich bis tief in den Untergrund. Es gibt hier einige Forscher-Poplins, die diesen faszinierenden Ort eingehend studieren. Wir sollten im Observatorium einen Besuch abstatten. Vielleicht weiß man ja was über den Königssamen, den wir brauchen. Ja, das machen wir. Ich schaue nochmal kurz vorher auf die Karte. Die Welt besteht aus 4 Ebenen. Das Schloss ist direkt hier oben. Aber da kommen wir noch nicht hin vorher. Schauen wir erstmal, was hier abgeht. Das erste Observatorium mit einem Poplin. Und das direkt ein Level, oder was? Okay, wir müssen da ziehen und schnell hier hoch. Aber das kennen wir ja schon mittlerweile aus anderen Leveln. Und jetzt kommen wir zum Haus hier, wahrscheinlich. Was passiert? Bitte, du musst uns helfen, Prinz Florian. In den Magmatiefen gehen merkwürdige Dinge vor sich, seit der Palast eingenommen wurde. Was für merkwürdige Dinge? Naja, das Magma wird heißer und heißer und immer heißer. Und durch die viele Hitze wuchern jetzt die Ranken aus dem tiefsten Dschungel, jetzt überall. Wenn du mich fragst, befinden wir uns in erheblicher Gefahr. Oh, dieser elende Bowser Jr. macht nichts als Ärger. Und bestimmt hat er auch seinen Königssamen, unseren Königssamen bei ihm. Bitte, befreie den Palast und rette die Magma-Tiefen. Hier, nimm auch diesen Wundersamen. Und die sind lila in dieser Welt. Sehr cool. Ja, ich bin mal gespannt, was da auf uns wartet. Anscheinend ist es so eine Mischung aus Magma-Welt und Dschungelwelt. Mit den Ranken. Aber wir werden es sehen. Gehen wir erstmal hier runter. Ein ziemlich langer Weg. Es sieht so aus, als ob wir runtergefallen wären. Genau, und hier ist das Schloss. Aber da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen erstmal... Oha, wir können schon richtig weit weg. Wir wollen erstmal hier hin. Zum Suchtrupp-Rätsel der Items. Okay, und hier gibt es verschiedene Items, die wir benutzen können. Ich glaube, der Elefant ist das richtige Item am Anfang. Um hier diesen Weg aufzumachen. Und dann kommen wir vielleicht hier irgendwo rein oder so. Wir werden sehen. Hier gibt es anscheinend was. Naja, wir werden sehen. Aber ja, hier hoch geht's auf jeden Fall. Da können wir nichts kaputt machen am Rand. Ah, und die müssen wir auch safe besiegen mit den Seifenblasen. Power-up. Aber hier... Schauen wir erstmal, was es hier drin gibt. Eine Ranke mit Toadette. Ah, und das soll uns hier da die andere Seite sagen. Dass genau an der Stelle ein versteckter Block ist. Aber es gibt auch Daisy-Münzen. Daisy-Blöcke hier. Und da brauchen wir den Bohrer. Alles klar. Und hier oben ist schon mal eine geschenkt. Für den Elefanten. Holen wir uns doch erstmal die anderen Abzeichen. Nee, Abzeichen nicht. Power-Ups. Den Bohrer und die Seifenblasen. Und da ist die nächste Coin. Wenn man die da besiegt. Und das erscheint auch erst, wenn man den ersten besiegt. Und hier, ganz easy, die nächste Coin mit dem Bohrer. Okay, dann ist hier eine Frage. Wie kommt man da rein? Ich schätze mal, ich kann nicht irgendwo hier rein. Nee, wahrscheinlich nicht. Nehme ich nochmal den Elefanten, weil ich die starre Kugel ja verschieben kann. Oder wegschlagen kann. Und mach das mal einfach mit der anderen Richtung. Ja, genau sowas habe ich mir gedacht. Aber ich muss schnell weg. Und dann komme ich hier durch. Fehlt noch eine.
Hier ist nichts speziell. Wo könnte da was sein? Ah, wait. Okay, ich nehme mal den Bohrer. Und schau mal, ob es hier irgendwas gibt. Hm. Hier vielleicht nicht, aber vielleicht hinten. Ich komme da zumindest runter unter diesem Block. Was das heißt, weiß ich nicht. Ah, hier durch. Die letzte Coin. Also man kann drauf kommen, aber es ist ziemlich schwer. Und hier ist der nächste Wundersamen. Der zweite aus dieser Welt. Und ich weiß nicht, vielleicht wäre 30 Samen. Die Wüstenwelt war ein bisschen größer als 30 Samen. Und die anderen Welten, zwei Welten waren noch ein bisschen kleiner. Okay, ich denke, es geht hier runter. Let's go. Im Reich der Rotumbas. Wir starten einfach mal hier. Ist relativ egal, wo wir starten. Schwierigkeit 2. Ja, und der Bohrer wird wahrscheinlich das richtige Item sein. Ist das hier? Hallo? Oh, das ist so ein Kegel. Oha. Und der macht das kaputt? Nice, okay. Das heißt, wir können da so ein bisschen was, okay, das heißt, wir haben so eine Art neues Rätselelement mit diesen Kegeln. Kegeln? Hatten wir bisher noch nicht. Mal schauen, wie das wird. Erstmal hier die Münzen und so. Und diese Bälle, diese Kugeln, die machen das auch kaputt. Können die sich gegenseitig kaputt machen? Ja, können sie. Oha. Hätte ich auch nicht unbedingt gedacht, aber alright. Okay, jetzt habe ich mich treffen lassen zweimal und habe keinen Bohrer mehr. Aber ich habe ja vorhin zum Glück den Bohrer mitgenommen. Dann können wir hier hoch. Und da gibt es vielleicht die zweite 10er-Coin. Wäre ziemlich nett. Und das ist auch richtig so. Zweite 10er-Coin. Und dann können wir hier weiter. Oha. Bisschen aufpassen. Und hier kommt ein Riesenkegel. Oha. Ja, mal schubsen. Und dann geht das hier runter. Wir können es auch draufstellen. Aber es geht immer kaputt anscheinend. Oh, hier ist eine Halfpipe. Mit einer Stachelkugel. Auch ein bisschen mies, oha. Und ein weiterer Bohrer. Das ist sehr wichtig. Weil wir da ja... Oh, wait. Nein, du musst hier hin. Stopp. Hallo, kannst du bitte umdrehen? Nee, kannst du nicht. Okay. Dann schauen wir doch nochmal weiter, ob wir da noch einen haben, der noch umdrehen könnte. Nee, aber da kommt er. Der gleiche. Rollert hier hoch, aber das wird dir nicht lange helfen. Das macht mir da alle kaputt. Und wir können durch. Nice. Einmal unter ihm durch. Wir müssen nicht mal außen rum gehen. Und was ist das hier? 10er-Coin. Wo wir nur einen Versuch haben, den wir aber geschafft haben. Letzte 10er-Coin geholt. Und ab ins Ziel. Wobei, die Wunderphase, die fehlt noch natürlich. Okay, das ist unwichtig, relativ. Und der Typ, wie können wir den besiegen? Ah, wir können die besiegen, indem wir unter denen aus der Erde springen. Und jetzt sind wir selbst so eine Stachelkugel. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gewusst. Es gibt ja auch im Trailer, gab es glaube ich hier so eine Szene mit diesen Kegeln, die wir wegkegeln können. Aber es gibt ja auch den Sticker, den wie heißt das, Aufsteller vom Charakter. Wo ja auch hervorgeht, dass wir der einmal sind, der Kegel, oder die Kugel eher gesagt. Einmal umdrehen hier, ja. Mit Schwung. Die Stacheln, alles ist uns egal, weil wir jetzt unbesiegbar sind, wobei die Lava würde uns killen wahrscheinlich. Und da ist der Wundersamen. Let's go. Ey, das macht Spaß. Ich hoffe, das passiert noch öfter. Aber so wie in den Fungiminen das öfter mit dem Blob passiert ist, gehe ich davon aus, dass es hier auch öfter passiert. Und wir haben eh den Hochsprung, das heißt, wir brauchen auch keine Hilfe von diesem Stachelding. Gehen wir einfach direkt ins Ziel. Und holen uns den zweiten Wundersamen ab. Okay, wir kommen da nicht zur Seite. Wir kommen nur nach unten. Jetzt sind wir auf der letzten Ebene tatsächlich.
Und hier ist ein Poplin, der wieder eine kaputte Brücke hat. Ich möchte zur anderen Seite, aber durch die Hitze der Magmas... Des Magmas ist die Brücke zusammengebrochen. Ich würde die Brücke ja reparieren, aber es ist so heiß. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Brücken repariert. Ich helfe dir, aber kann das sein, dass sie geschmolzen? Also, verbrannt ist wegen der Lava? Toll, die Durststrecke hat ein Ende und ich kann mich endlich an die Reparatur machen. Sekunde. Kapau. Ah ja. Alles klar, und es wirkte so, als ob er voll in die Lava gesprungen ist. Nicht schlecht, jetzt ist die Brücke noch stabiler als zuvor, würde ich sagen. Wehe, wir stürzen es ein, wenn wir drüber laufen. Ne, passiert nicht. Und da kommt Kamek, oha. Wir sind einfach direkt zum Airship gegangen. Wenn das Airship jetzt wieder auftaucht. Hallo, Kamek, was gibt's? Oh, du lässt ja auch nichts Neues einfallen. Kann das sein? Dann halt noch ein Airship. Ich weiß auch gar nicht, will ich da schon hingehen jetzt? Vielleicht will ich auch erstmal die anderen Level machen. Ich glaube, das mache ich erstmal. Wir gehen erstmal hier auf Augen in der Glutrako-Ruine. Augen auf in der Glutrako-Ruine. Ein 3-Sterne-Level. Vielleicht ist das besser. Okay, und hier kommen Blöcke. Können wir die kaputt machen? Ne, die sind komplett fest. Aber die verschwinden auch nicht. Kann das sein? Ich weiß nicht, wir werden es sehen. Aber nur wenn wir da sind, sind die auch da. Ah, okay. Das heißt, für Gegner, zum Beispiel den Cooper, der stirbt dann einfach. Alles klar. Da warten wir. Ich hoffe, der respawnt nicht. Doch, der respawnt, aber ist okay. Dann können wir jetzt auch noch durch, nachdem wir die 10er-Coin geholt haben. Und die Blöcke weichen uns. Okay, die Decke hat uns ein bisschen geholfen, aber besser so. Und wir sollen da hoch anscheinend, okay. Die Röhre da unten, ich glaube, die ist nur für Gegner da. Aber die können wir eigentlich immer ganz elegant ins Ausstürzen lassen. Guck, jetzt stürzt er runter und danach kommen wir da hoch. Aber es geht noch höher. Es geht auch safe bis ganz oben, oder? Neue Area. Nee, alles klar. Dann halt nicht. Gut, gehen wir weiter. Und jetzt können wir zerquetscht werden von unsichtbaren Plattformen, theoretisch. Okay. Da vorne ist der Weg versperrt, dann gehen wir halt hier lang. Und durch eine Stampfattacke sollten wir schnell genug sein. Kann das sein? Ja, sind wir auch. Gut gedacht. Okay, und das dreht sich. Wir können jetzt theoretisch immer sterben durch unsichtbare Plattformen. Das ist halt ein bisschen mies. Ah, und die Gegner können auch sterben, wenn die Plattformen genau in dem Moment erscheinen. Wenn wir gerade schon von mies sprechen. Und das Ding dreht sich auch wieder. Aber das bewegt sich. Okay, das heißt, hier muss ich draufbleiben. Da ist es wichtig. Und wenn wir das geschafft haben, kommt hier die nächste 10er-Coin, für die wir aber noch einen Flügel länger draufbleiben müssen. Und das sinkt ein. Oha. Immer wenn das so bebt, ist es direkt schon ein Zeichen. Das bleibt nicht lange bestehen hier. Kommen wir da hoch noch? Oh ja, kommen wir. Nice. Danke, Yoshi, für den Tipp. Und da ist eine 10er-Coin. Wie machen wir das? Ah, ich weiß, wie wir es machen. Natürlich. Hier unten und dann da rein. Und dann einfach nur noch hoch, bevor er hier irgendwas machen kann. Und ich schätze mal, hier ist Boden. Und hier ist die Wunderblume. Wobei, die Wunderblume habe ich nicht geschätzt, aber die ist trotzdem hier. Und wir... Wow. Ein Labyrinth. Kommt die Lava von oben, oder ist es nur... Sah es nur so aus... Da ist wieder so ein Gegner. Da ist auch ein Gegner. Und der kommt und trifft mich. Ich muss aufpassen. Immer wenn ich die trigger, dass dann auch der Boden in der Nähe ist. Zum Beispiel wie hier. Ein paar Blöcke hier aktivieren. Da auch noch ein paar. Okay, wo geht's lang? Ich glaube einfach immer weiter runter. Oh, wir wurden zerquetscht von dem unsichtbaren Block. Wie kriegt man das denn hin, bitte? Okay, da, der. Die Wand aufrechterhalten.
Und das ist der letzte. Und da ist schon der Wundersamen. Cool, cool. Und wir kommen wieder raus hier. Und werden oben wieder zurückgespawnt. Ah ne, tatsächlich hier, genau da, wo der Wundersamen auch war. Aber jetzt ist die Lava unten. Und wir kommen nicht weiter nach unten, sondern müssen die Röhre nehmen. Zum Ziel! Ah, und das kennen wir doch. Und dann mit einem Bandsprung ab ins Ziel. Auf die Fahnenstange. Oh, und es geht weiter hier. Vulkanregion-Info. Vorsicht, Magma. Hast dich verlaufen? Dann drücke auf die Karte. Von dort aus kannst du denn mit A zu einem Level bringen. Ah ja, genau. Kennen wir. Aber hier gibt es ein Münzmagnetabzeichen im Shop. Und das ist wahrscheinlich so eine Art Stern, kann das sein. Und ein Wundersamen, für den wir nicht genug Geld haben. Aber ist egal. Kommen wir halt später wieder. Ist ja kein Stress. Und hier kommen auch noch blaue hin anscheinend. 6 blaue fehlen uns dann noch. Wenn das so ist. Und wir gehen erstmal ganz unten hin. In die letzte Ebene vom Vulkan. Und hier ist ein Rankenschuss-Abzeichentest. Vielleicht beende ich auch jetzt den Part schon vorher.